ganze Hand zerfetzt. Medizinische Einheit meldet, zweite Blutprobe von nicht angemeldetem Patienten erfolgreich extrahiert. DNA-Berechnung abgeschlossen. Analyse, alle Werte innerhalb des Toleranzbereichs. Übereinstimmung gefunden. Guten Tag, Commander Carter. Bitte prüfen Sie die Berichte zeitnah. Die nächste Routinekontrolle findet in 30 Tagen statt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Commander. Was? Moment, dann war ich hier stationiert? Und als Kommandantin? Kor, kann das ein Fehler sein? Eine erneute Verwechslung? Nicht einmal ein so banaler Medizinbot würde deine DNA verwechseln. Aber lass es mich prüfen. Rufe Untersuchungsdaten ab. Bestätigt, 100% Übereinstimmung. Ich habe offenbar so einiges vergessen. Wie viel ist mir denn aus dem Gedächtnis gespritzt worden? Und warum? Ich bin Forscherin. Ich will fremde Welten erkunden. Niemals wäre ich auf den Gedanken gekommen, mich in so einer deprimierenden Station mit einer Müllverbrennung niederzulassen. Ich kann mich aber an die Beförderung erinnern, die Mr. Bishop mir angeboten hat. Verdammt, ich träume immer noch davon. Alarm! Gewaltsames Eindringen in Quartierkomplex registriert. Notverriegelung für Mitarbeiter aufgehoben. Verdammt, da müssen wir hin! Zu den Quartieren! Was auch immer das jetzt gerade ist. Okay, wir sind Commander der Station. Wir wurden von der Frau, von dem Typen, mit dem wir angeblich zusammen sind, überwältigt. Ach so. Mist, hier ist niemand. Cor, welches ist mein Quartier? Gleich dieses hier vorn. Woher weiß denn das? Dieser Gang führt zu den Quartieren der Arbeiter und Leiter der Station. Jede Tür kann nur mit der ID-Karte der jeweiligen Person geöffnet werden. Dieses Quartier ist für den Kommandanten oder die Kommandantin. Sie geht nicht auf. Aber sie öffnet sich nicht. Natürlich nicht. Sonst könnte jeder in eure Privaträume gelangen. Gut, dann hat die Gestalt es wahrscheinlich noch nicht hier reingeschafft. Erinnere dich, was letztes Mal passiert ist. Vorsicht ist geboten. Ja, du hast schon recht. Keine Zugangsbereiche. Okay. Aber das ist doch nicht unsere Tür. Wir haben doch gar keine Karte von uns. Aber wir sind auf dem Foto. Keine Zugangsberechtigung. Keine Zugangsberechtigung. Gute Nacht, JP. Dann mal los. Hä? Hier soll ich also gelebt haben? Als Kommandantin mit meiner Familie? Ja, das ist Finn. Hier ist er noch kleiner, aber hier ist er deutlich älter. Die neueren Fotos sind hier auf der Station entstanden. Sie waren also hier, mit mir zusammen, und wirken ganz glücklich. Und dann? Es sieht hier nicht so aus, als wären wir geordnet abgezogen. Eher, als hätte uns etwas überrascht und wir mussten fliehen.
Warum war ich dann ohne sie unterwegs und warum bin ich zurückgekommen? Warum sollte jemand wollen, dass ich all das hier vergesse? Und wer ist die... Chor, Melissa Nuda. Mir platzt bald der Schädel. Verriegele bitte die Tür. Es ist genug für heute. Natürlich, ich halte Wache. Mit welcher Karte haben wir das gerade aufgemacht? Mit der von unserem Mann? Haben wir hier irgendwie doppeltes Lottchen gespielt oder was? Sind wir geklont worden? Hauptsache, die Klappen liegen doch auf dem Bett. Na, Liebling, wie hast du dich entschieden? Ich habe ihn angenommen. Hey, dann gratuliere ich der neuen Leiterin. Danke. Es wird eine Menge Arbeit und eine große Umstellung. So siffig. Aber ich glaube, es ist das Beste für uns. Das Richtige. Gemeinsam schaffen wir das schon. Warum ist das so versifft? Dieser Name, Melissa Luna, der hat Ihnen nichts gesagt? Nein. Sollte er? Fanden Sie es nicht seltsam, dass er Ihnen immer wieder begegnet? Auf diesem fremden Planeten? Natürlich war das seltsam. Aber ich habe es da nicht verstanden und jetzt auch noch nicht. Klaut da jemand meine Identität? Melissa Luna gibt es wirklich. Dann kann sie vielleicht erklären, was sie auf dem Planeten getan hat. Vielleicht. Wir versuchen gerade, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Das könnte vielleicht etwas erklären. Wir werden sehen. Aber der Bot, wenn der Bot wirklich existiert, hat's doch gesehen. Das hat er nicht. Guten Morgen, Tessa. Es gab keine Vorkommnisse während der Nacht. Wie geht es dir? Guten Morgen, Chor. Durchwachsen. Ich bin ausgeruht, aber mein Kopf überschlägt sich noch immer. Ich habe von Finn geträumt. Ich habe mich daran erinnert, wie Anthony neben seinem Babybett gestanden hat. War das hier? Nein, es war ein seltsames altes Haus. Aber es war eine schöne Erinnerung. Zu wissen, dass wir später gemeinsam hier waren, macht mich glücklich. Aber jetzt würde ich wirklich gern wissen, wo sie sind und warum ich nicht bei ihnen bin. Wenn wir die Kommunikationskonsole repariert haben, können wir das Signal starten. Je früher du sie findest, desto früher kannst du sie über alles fragen. Ist ja schön, dass du mich so motivierst. Aber eigentlich willst du doch nur meine Gesellschaft und nicht allein auf dem Planeten versauern. Ich sorge mich lediglich um dein Überleben. Das ist meine Aufgabe. Ich selbst bin zweitrangig. In meinen Erinnerungen haben die beiden jahrelang an einem anderen Ort gelebt, aber stattdessen waren sie hier. Ich werde wohl eher gerettet, als dass ich mit ihnen über die Kommunikationskonsole spreche. Wäre das so schlecht? Nein, aber die Antwort, was mit ihnen passiert ist und wo ich sie finden kann, ist hier, Chor. Sie könnten sogar noch auf dem Planeten sein. Und wenn irgendjemand so viel daran setzt, dass ich alles vergesse, sollte ich jeden Tropfen Erinnerung auffangen, bevor ich diesen Ort verlasse. Verstanden. Also sammeln wir Informationen. Also wir haben es mit der Karte von Anthony Carter aufgemacht, nicht mit unserer, logischerweise. Haben wir Doppelgängerin? Auch diese, ja, wir versuchen sie zu kontaktieren. Wir sind da, also wir sind eine und dieselbe Person. Das, was sie erzählt, ist ja eine Erinnerung. Die kann ja nicht korrekt sein. Vieles in dem Raum erinnert mich an die beiden, aber ich habe trotzdem keine Erinnerung an diesem Ort. Dennoch habe ich das Gefühl, in den richtigen Ort gelangt zu sein. Hier müssen sich die Antwort finden lassen. Lass uns mal kurz gucken noch, bevor wir... Das Bett sieht groß genug für zwei Personen aus. Hier haben wahrscheinlich Anthony und ich geschlafen. Ich brauche mich jetzt nicht hinzulegen. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist und wo alle hin sind. Genau, der Medibot hat uns ja auch als Kommandantin erkannt. Aber das, was mich so wuschig macht, ist halt diese Karte.
Ja, nicht mit Melissa. Aber die Karte ist eindeutig wir. Vielleicht eine zweite Identität? Hier ist ein Foto, auf dem ihr drei zu sehen seid. Ich erinnere mich an diesen Tag. Das war bei einem unserer ersten Familienausflüge. Und das Bild hier, das ist Finns dritter Geburtstag. Das kommt ja auch noch dazu. Sie erinnert sich ja auch komplett. Hier hättest du die Möglichkeit, dich zu erfrischen. Im Moment haben wir Wichtigeres zu tun. No. Meine Geruchssensoren kann ich immerhin abschalten. Hä? Seit wann hatten wir Geruchssensoren? Hier ist doch ein Manuskript. Eine Art Manuskript. Der Titel ist Kein Fortschritt ohne Hindernis. IMC. Es geht darin um einen IMC-Mitarbeiter namens Nolan. Ich kann mich daran erinnern, dass Tony gern für Kolleginnen und Kollegen alles mögliche Test gelesen hat. Arbeiten, Aufsätze, ganze Bücher. Es steht aber kein Name auf dem Manuskript. Guck mal, wie viele Bücher hier sind. Sind wir vielleicht wie eine Art Autorin und haben uns da drin verfangen? Zu sehr versteift. Eine Lampe. Hier fehlt eine Leuchtkapsel. Ja, hast recht, warte. Ja, haben wir. 96, 98 und 2200, wo das hier aufgelöst wurde. Du weißt, dass ich das nicht meine. Wir unterstützen dich bei jeder dieser Entscheidungen. Ich sage nur, dass es für uns nicht notwendig ist. Es gibt mehr Geld, langfristige Sicherheit. Wenn wir zurück sind, kann ich mehr bewegen. Und Finn könnte einen tollen Abschluss bekommen. Außerdem heißt das weniger Gefahr. Statt als Forscherin auf Außeneinsätze zu gehen, wäre ich Kommandantin der Station. Wir wären alle öfter zusammen, als Familie. Das wäre für uns alle gut. Aber Tessa, du lebst für die Außeneinsätze. Du bist eine Forscherin durch und durch. Das willst du aufgeben? Ja, ich bin dazu bereit. Ich muss für Veränderung bereit sein. Erwachsen werden. Hier, das Gespräch? Ich mag die alte Tessa aber auch, mit der ich so viele Sachen entdeckt habe. Haha, ich auch. Aber keine Sorge, ich bin immer noch dieselbe. Ich will kein Klotz am Bein sein. Du kannst werden, was du willst. Von mir aus auch Präsidentin der Erde werden. Aber es ist schon so, dass Finn lieber Geschichten aus deinem Mund hört, als aus den Sprachroutinen seines Kids-Corps. Aber tu es bitte nur, wenn du es selbst wirklich willst. Nicht nur für uns. Es ist eine einmalige Gelegenheit. Aber das sollte nicht der einzige Grund sein, es zu tun. Das Gespräch war am Strand ähnlich, hörte bloß vorher auf. Da ging es dann aber auf genau um das Entgegengesetzte, ne? Was tut sie? Was tue ich da? Sie schreibt etwas an die Wand. Mit Schwarzlicht. Ich registriere eine seltsame Substanz an der Wand, ich kann sie aber nicht in ihren Umrissen erfassen. Wir müssen eine Lampe hier klauen, aber erst noch das letzte hier. Mr. Bishop hat davon gesprochen, dass unser Außenposten in etwa einem Jahr geschlossen wird. Wir müssen also an neue Orte oder neue Jobs versetzt werden. Beziehungsweise dürfen. Hat er mir erzählt. Und wie geht es dir dabei? Wie gefällt es dir, das Kommando zu haben, im Gegensatz dazu auf Entdeckungsreise zu sein? Anfangs war es auch spannend. Eine andere Art von Nervenkitzel. Viel Verantwortung und man kann viel falsch machen, aber auch viel bewirken. Kreativität und Improvisationsgabe braucht es da auch. Es gibt auch Probleme, die gelöst werden müssen. Sowas brauche ich ja. Auch wenn ich viel delegieren muss. Wenn dann etwas nicht läuft und ich würde mich am liebsten selbst darum kümmern. Das nervt. Manchmal ist gar nichts zu tun. Das nervt auch. Sei ehrlich, würdest du lieber wieder als Forscherin leben? Ja, nein. Ach verdammt, ich weiß nicht. Mehr Abenteuer oder mehr Sicherheit. Es ist einfach unvereinbar. Ein langweiliger Bürojob und wir in deiner Nähe.
Das ist die eine Möglichkeit. Aber am wichtigsten ist, dass du glücklich bist. Wird er uns loswerden? Alle hier haben dich als Kommandantin schätzen gelernt. Ich sowieso. Aber du musst wissen, ob du auf diesem Posten richtig bist. Nur du. Die Gespräche sind auch so irgendwie... strange. Warte mal. Hier gibt's keine Hole hier draußen, okay. Gibt's hier? Willkommen zurück. Warst du erfolgreich? Ja, allerdings. Ein paar Schwämme und seltsame Pilze. Na dann, viel Spaß damit. Werde ich haben. War das alles für heute? Ja. Du kannst dann alles dicht machen. Sehr gut. Der Typ ist seltsam. Alles verschlossen, alles verriegelt. Wie kann das sein? Ich habe keine Ahnung, aber ich gebe dir recht. Eine unbekannte Person. Ich gehe nochmal alle Protokolle durch. Vielleicht hat jemand es zwischendurch geöffnet. Vielleicht war Anthony wieder Blumen pflücken. Das Tor war geschlossen. Man sieht es auf der Überwachungskamera. Sie ist einfach durchgekommen. Ausgeschlossen. Sie ist einfach durchgekommen. Und es war eine unregistrierte Frau. Das sieht nach unserem Raumschiff aus. Ist das unser Schiff? Das Tech 92, mit dem wir abgestürzt sind? Ach, Mensch. So, kurz vor Schluss hier. Warte mal. Dich nehme ich. Ich weiß, dass ich sofort umgehend hätte das Rüben reinplatzieren können, aber ich tippe mal. Nee, Quatsch. Genau ein Schwarzlichtstrahler mit dieser Fassung ist noch so ein Zufall. Ist ein Schwarzlicht. Ah, das andere sind ja normale Lampen. Wir brauchen die Schwarzlichtlampe. Okay, die machen wir noch vorm Feierabend. Das entwickelt sich sehr mysteriös im positiven Sinne. Ich brenne wirklich darauf, rauszufinden, was hier los ist. Pass auf, wehe, du hast sogar recht. Mal sehen, was du uns hier für verborgene Sachen zeigst. Oh, ja, tatsächlich, hier steht etwas. Das sieht nach einer kleinen Formel aus. Eine Schachfigur und dann x plus 5. Ich schreibe sie mir auf. Hier habe ich mir die Formel notiert, die im Schwarzlicht sichtbar war. Eine Schachfigur und dann x plus 5. Ich nehme sie wieder. Dich nehme ich mit. Mal sehen, was du uns hier für... Gar nichts. Hier habe ich alles gesehen. Oh.
Wenn ich die Lampe jetzt herausnehme, müsste es richtig dunkel werden hier eigentlich, ne? Dich nehme ich. Mal sehen, was du uns hier für verborgene Sachen zeigst. Haha. Hier ist eine weitere Formel. Ich schreibe sie zu den anderen. Ein Quadrat und dann x mal 3. Es ist nicht mehr viel hier. Ein paar Klamotten. Nichts Hilfreiches, denke ich. Moment mal, hier liegt eine Injektionspistole. Eine wie im Kontrollraum. Sie ist leer, aber... ist das ein Zufall? Ich lasse sie aber hier. Spinnen wir mal jetzt den Weg zurück. Was wäre, wenn die ganzen Gespräche in Ordnung sind? Lassen wir mal den ganzen anderen Kram, dass wir diese Gedächtnislücken deshalb bekommen haben, damit wir uns nicht an unseren Sohn und an unsere Familie erinnern, sondern unterwegs sind? Ach so. Ja, das ist ein vortrefflicher... Mal sehen, was du uns... Oh, der Schwarzlichtstrahler hebt an der Innenseite hier etwas hervor. Hier ist eine weitere Formel. Ich schreibe sie zu den anderen. 10 minus x. Man versteht, was ich meine, ne? Oh, das sieht interessant aus. Eine 1. Eine 2. Eine 0. Eine 4. So, meinst du es? Ich komme aber doch hier. Für so einen seltsamen Safe müssen sich in der Nähe doch Hinweise finden lassen. Wir können es mal probieren, ja, aber ich glaube... Mal sehen, was... Weil sie sagt ja auch, sie hat alles gesehen. Er muss doch irgendwo zu öffnen sein. Offenbar braucht man bei ihm keinen bestimmten Code. Mhm. Irgendein mathematisches Dings. 7. Sieben. 6. 3. Zwei, so. 3. Hier unten ist was eingeritzt. Ich glaube, das ist nämlich die Basis. Hier oben wird uns irgendeine Zahlenkombination genannt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt sowas Billiges wie 2, 9, 9, 4 eintippen müssen. Selbe wie hier, ne? 1, 7, 6, 6. Thank you.
Eine 2. Eine 0. Eine 4. Eine 1. Eine 1. Oder aber... Minus, was wären dann Minus? Gucken wir mal, eine 9, eine 7, eine 2 und eine 8. Okay, das hören wir auch. Ich weiß, dass ich es überspringen kann. Ich will es nicht überspringen. Für so einen seltsamen Safe müssen sich in der Nähe doch Hinweise finden lassen. Deswegen, ich glaube nicht, dass die Hinweise... Hier habe ich mir die Formeln notiert. Eine Schachfigur und dann x plus 5. 10 minus x. Ein Quadrat und dann x mal 3. Glaube ich nicht, dass das irgendwas zu tun hat. Ein kleines Bett. Es ist sogar noch frisch gemacht. Da muss Finn geschlafen haben. Toni und ich saßen so gerne einfach da und haben gelesen. Und was ist mit Finn? Hat er auch gerne selbst gelesen oder musstet ihr ihm immer vorlesen? Wenn ich mich richtig erinnere, konnte er nie selbst lesen. Aber er hat begeistert zugehört. Das hier sind wohl die Bücher, die für Finn gut geeignet waren. Hier geht es um einen britischen Soldaten, der auf der Suche nach seinem Freund allerlei Probleme lösen muss und einen sagenumwobenen Ort findet. Ein Waldläufer, der auf Elbisch an einer Mauer sang und eine Frau traf, die mit einem großen Wolf umherzog. High Fantasy nennt man das wohl. War aber nicht der Hexer, oder? Das hier handelt von einer Söldnertruppe. Eine hinterhältige Elfe, ein bierbraunder Zwergenpriester, ein Zwergenhauptmann und ein unfreiwillig komischer und ziemlich verrückter Zauberer. Ha! Der Mann, der Pirat werden wollte und am Ende mit einer Crew von Nichtsnutzen eine Gouverneurin befreien musste. Das war Finns Lieblingsgeschichte. Hier geht es um einen Gestaltwandler, der sich in eine Dämonin voller Stimmungsschwankungen verliebte. Die Geschichte eines Fuchses, eines Wildschweins und eines Hirsches, die auf Hinterbeinen liefen und sprechen konnten. Das sind Adventure-Spiele. Großartig. Oh Gott, wie heißt es? Wir haben es angespielt einmal. Oh Gott, ich komme gerade nicht drauf. Die Erben der Erde? Genau. Hier geht es um einen britischen Soldaten, der auf der Suche nach seinem Freund allerlei Probleme lösen muss und einen sagenumwobenen Ort findet. Britischen Soldaten auf der Suche nach seinem Freund... Spiel mit einem britischen Soldaten. Britische. Das sind alles Adventure-Spiele. Britischer Freund. Dings. Oh Gott. Warte mal. Ein Waldläufer, der auf Elbisch an einer Mauer sang und eine Frau traf, die mit einem großen Wolf umherzog. High Fantasy nennt man das wohl. Ja, aber nicht Rotkäppchen. Das hier handelt von einer Söldnertruppe. Eine hinterhältige Elfe, ein bierbraunder Zwergenpriester, ein Zwergenhauptmann und ein unfreiwillig komischer und ziemlich verrückter Zauberer. Ha, der Mann, der Pirat werden wollte und am Ende mit einer Crew von Nichtsnutzen. Ja. Hier geht es um einen Gestaltwandler, der sich in eine Dämonin voller Stimmungsschwankungen verliebte. Simon the Sorcerer war nicht in der... Nee.
Book of Unwritten Tales? Nee. Gestaltwandler. Warte mal. Die Geschichte eines Fuchses. Das ist klar. Hier geht es um einen britischen Soldaten, der auf der Suche nach seinem Freund allerlei Probleme lösen muss und einen sagenumwobenen Ort findet. Der sagenumwobenen Ort wäre ja sowas wie Atlantis, aber britisch ist ja nicht Indiana Jones. Und nach dem Freund sowieso nicht. Sherlock kann es auch nicht sein, er war kein Soldat. Watson war ein Soldat. Ein Waldläufer, der auf Elbisch an einer Mauer sang und eine Frau traf, die mit einem großen Wolf umherzog. High Fantasy nennt man das wohl. Sagt überhaupt nichts. Das hier handelt von einer Söldnertruppe. Eine hinterhältige Elfe, ein bierbraunder Zwergenpriester, ein Zwergenhauptmann und ein unfreiwillig komischer und ziemlich verrückter Zauberer. Wäre theoretisch Scheibenwelt. Ha, der Mann, der Pirat werden wollte. Und ist klar. Hier geht es um einen Gestaltwandler, der sich in eine Dämonin voller Stimmungsschwankungen verliebte. Ein Gestaltwandler. Muss ich passen. Aber das finde ich noch raus. Okay. Liebe Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Schön spät und schon wieder halb. Ja, ich muss lassen ins Bett. Vielen Dank fürs Zusehen. Es wird sehr spannend und interessant. Definitiv. Wir sehen uns morgen hier Abend wieder. Hier habe ich alles gesehen. Hoffentlich. Ja, okay. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Mal gucken. Ich bin noch nicht sicher, was wir spielen werden. Wir werden aber was spielen, logischerweise. Wir spielen immer was. Halt. Dich nehme ich mit. Eine Schwarzlichtlampe über unser Ehebett hängt. Ja, die Flecken. Ob das eine gute Idee ist? Warum sollte es nicht? Stell deine optischen Sensoren mal andersrum. Warum? Was gibt es da zu sehen? Schau einfach zur Tür, bis ich dir etwas anderes sage. Bestätigt. Nichts. Also auch nichts, was uns weiterhilft. Hallo? Du kannst dich wieder umdrehen. Von wegen Flecken. Was war jetzt der Sinn davon? Biologische Paranoia. Aber gut, dass man dran gedacht hat. Hier habe ich alles gesehen. Hoffentlich ist woanders noch etwas versteckt. Bei den Jungen auch noch? Nee. Wahrscheinlich brauchten wir aber die letzte Lampe für irgendwas anderes, damit wir dann später Licht haben. Gut, jetzt aber wirklich speichern. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend wieder bei Spiel. Lass uns überraschen, welchem Spiel. Vielleicht bringen wir Uncharted zu Ende. Ist ja nicht mehr viel. Und sollte das zu Ende sein, gehen wir in etwas anderen über. Schauen wir mal. Schlaf gut, träumt was Schönes, habt einen schönen Start ins Wochenende und bis dahin. Euer Firefox.